Herzlich willkommen zu diesem Video, zu einem weiteren Video hier am Kanal. Ich bin's, der Stefan, und heute haben wir ein weiteres Making-of-Video. Letzte Woche habe ich euch schon zu einem Rauchfackel-Shooting mit hinter die Kulissen genommen. Diesmal gehen wir in der Zeitrechnung ein paar Monate zurück in den Frühsommer. Und das ist das erste Video, das der Daniel und ich im Making-of-Stil organisiert hatten und auch aufnehmen wollten. Es ist jetzt auch ganz spannend. Wir werden dann nach dem Video besprechen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, was würde ich heute anders machen mit den Erfahrungswerten, die wir in der Zwischenzeit sammeln konnten, was gefällt mir gar nicht, was fehlt. Also quasi die Vor- und die Nachteile. Ich hoffe, das ist interessant für euch. Also viel Spaß mit dem Video und bis gleich dann. Tja, ihr habt gedacht, das Video geht los, aber ich habe vergessen, etwas zu erwähnen, und zwar den Inhalt des Videos. Es geht um Yoga. Es war ein Yoga-Fotoshooting in einer sehr schönen Location in Velden am Wörthersee. Ja, und jetzt startet aber wirklich das Video. Viel Spaß und bis gleich. Ja, hallo. So, und wie angekündigt, werden wir jetzt die Punkte besprechen, die man vielleicht etwas anders oder besser lösen hätte können. Ich bin gespannt, was ihr auf eurer Liste hattet oder habt. Ich habe mir die folgenden Punkte notiert. Shootingplan. Der Daniel und ich haben damals zwar darüber gesprochen, wie wir das Ganze aufziehen wollen, aber ich habe dann keinen detaillierten Shootingplan gemacht. Da muss man sich nur 15 Minuten bis eine halbe Stunde hinsetzen und die wichtigsten Punkte zusammenschreiben. Das heißt, welche Szenen brauche ich unbedingt im Video? Was möchte ich zeigen? Möchte ich Leute interviewen? Sollen Leute zu Wort kommen? Wie viele Leute sollen zu Wort kommen? Und was will ich von diesem wissen? Was möchte ich den Zusehern unbedingt zeigen? Auf was darf ich nicht vergessen? Wenn man sich das alles aufnotiert, dann ist das Shooting selbst auch wesentlich leichter. Denn man hat diesen Shootingplan im Kopf und weiß, was brauche ich, was brauche ich nicht. Zum Beispiel hätte ich dann nicht vergessen,
mehr Aufnahmen von der Location selbst zu machen. Das fehlt mir jetzt für den Einstieg ins Video, denn ich habe keine Aufnahmen von der Location selbst gemacht. Sehr ärgerlich, denn hätte sich sehr einfach vermeiden lassen. Punkt Nummer zwei, den ich mir notiert habe, ist zu wenig unterschiedliche Einstellungen. Das heißt, nehmt dieselbe Szene aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln oder Blickwinkeln auf. Das hilft euch einfach enorm für den Schnitt. Vor Ort habe ich mir gedacht, boah, ich habe zu viel Material, zu viele Einstellungen. Fakt ist, man kann selten viel zu viele Einstellungen haben, da muss man schon sehr übertreiben. Deswegen immer der Tipp, jede Szene aus unterschiedlichen Einstellungen aufnehmen. Das hilft euch einfach enorm in der Postproduktion, wenn ihr das Video mit Musik hinterlegt. Denn ihr könnt zwar eine Idee im Kopf haben, aber die Musik kann diese dann verändern. Langsame Szenen werden vielleicht etwas schneller als geplant. Und da sind dann solche unterschiedlichen Schnitte einfach hilfreich. Sonst muss man im Video ein bisschen tricksen und das ist einfach mehr Aufwand, als wenn man auf unterschiedliche Szenen zurückgreifen kann. Die zweite Geschichte ist, filmt Übergänge, geht durch Türen, macht Schwenks. Diese helfen euch einfach, zwischen unterschiedlichen Szenen hin und her zu wechseln oder schöne Übergänge zu zaubern. Diese Details, die fehlen im Video. Und Details ist schon das nächste Stichwort, Detailshots. Macht auch Detailshots von Inneneinrichtung zum Beispiel, wenn diese sehr, sehr gut ist oder ins Auge sticht. Macht einfach diese Detailshots, die es euch ermöglichen, Pausen im Video einzubauen, Geschwindigkeit aufzunehmen. Das gibt einfach mehr Abwechslung. Und auf das habe ich etwas vergessen im Video, weil ich zu sehr fokussiert war auf das Shooting selbst, auf die Protagonisten und auf den Daniel. Ein Faktor, der damit hineinspielt, ist die Zeit. Wir waren von der Zeit her etwas limitierter. Deswegen habe ich im Kopf so etwas diese Angst gehabt, dass ich das Shooting verpasse, wenn ich zu viele Detailshots aufnehme. Aber in der Regel und mit dem Shootingplan lässt sich das sehr einfach und schnell umsetzen. Punkt Nummer drei. Ich habe mich zu sehr am Daniel orientiert. Mit der heutigen Erfahrung würde ich mir hier etwas mehr Freiraum schaffen und den Blick etwas mehr abwenden vom Shooting selbst. Ich würde auch den Daniel bitten, dass man gewisse Shots, wenn er sie im Kasten hat, noch einmal macht, damit ich meine Aufnahme aus unterschiedlichen Winkeln machen könnte. Das habe ich damals etwas verpasst und zu sehr im Hintergrund agiert. Klar, es geht um das Making-of, aber ab und zu ist es notwendig zu sagen, diesen Shot machen wir jetzt bitte noch einmal und aus diesem Blickwinkel. Auch wenn man zeitlich limitiert ist, lässt sich das in der Regel sehr, sehr schnell und effizient umsetzen. Nummer 4, ich habe bei den Aufnahmen nicht aufs Histogramm geachtet. Das ist sehr ärgerlich, denn die Aufnahmen draußen waren dadurch teilweise einfach zu hell. Und das Histogramm ist so ein, wie soll ich sagen, transparenter Wert, der dir anzeigt, ob du die Szene korrekt belichtest oder eben auch nicht. Das habe ich vergessen. Auf das achte ich seitdem etwas genauer, aber manchmal vergesse ich es auch heute noch. Nummer 5 sind die ISO-Einstellungen, auf die ich mich damals etwas zu sehr versteift habe. Und zwar, wir haben nicht nur draußen Aufnahmen gemacht, sondern auch drinnen. Und drinnen war die Lichtsituation teilweise sehr, sehr gut, aber teilweise auch etwas schlecht, beziehungsweise nicht optimal. Und ich musste dann, weil wir das Video mit der GH5 aufgenommen haben, teilweise auf ISO 3200 gehen. Und da habe ich damals so gedacht, ui, ob man das jetzt nicht so sehr sehen wird und das hat mich sehr gestört. In der Postproduktion habe ich dann aber festgestellt, okay, diesen ISO 3200, ich weiß, dass das aufgenommen wurde, aber so störend, wie ich das vor Ort gedacht habe, ist es denn doch nicht gewesen. Da bin ich heute meistens etwas entspannter, was den ISO-Bereich anbelangt. Aber da kommt jetzt diese Limitierung dazu. Es ist halt doch ein MFD-Sensor und kein Kleinbildsensor. Wir haben zwar mit einem Zoom gearbeitet, mit einer durchgehenden Lichtstärke von 2,8, aber in diesem Fall hätte man dann auf Festbrennweiten ausweichen müssen. Mit einer Lichtstärke von 1,4 zum Beispiel oder 1,8. Das hätte einem dann umgekehrt beim ISO etwas geholfen.
Aber dadurch geht natürlich dann bei so einem Shooting auch die Flexibilität etwas verloren, denn mit dem Zoom konnte ich mich relativ flexibel hinterm Daniel positionieren oder seitlich und trotzdem auch hineinzoomen in die Szene. Mit der Festbrennweite, da hätte ich zumindest vier unterschiedliche Festbrennweiten gebraucht. Und dann ist auch wieder die Frage, braucht man da nicht gleich zwei Kameras oder zwei Bodies, damit man dann gewisse Szenen nicht verpasst? Alles seine Vor- und Nachteile. Ein Speedbooster wäre ja vielleicht eine Alternative. Das konnten wir aber noch nicht testen. Eventuell in der Zukunft, weil das hat ja dann auch wieder gewisse Vor-, gewisse Nachteile und vielleicht entstehen dadurch dann auch mehr Nachteile, als man vermuten möchte. Das müsste man aber testen. Das waren jetzt meine fünf Punkte auf der Liste. Ich bin gespannt, was ihr noch auf eurer Liste hattet und hoffe, das Video hat euch gefallen. Es wird in Zukunft noch mehr von diesen Making-ofs-Videos geben. Wir haben die auch teilweise schon abgedreht, jetzt müssen wir sie nur noch schneiden. Also, bis bald und noch einen schönen Sonntag.